Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Köhler, erstmal der Dank geht zurück, dass wir hier sein dürfen. Und ich habe natürlich auch etwas gelernt. Sie sind 40 Jahre alt, wir bekanntlich 25 Jahre. Das ist der Auftakt unserer Veranstaltung zu 25 Jahren Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir bauen auch neu, aber wir werden Ihren Rat beherzigen, erst auszuziehen, wenn der Neubau fertig ist. 7 Jahre Obdachlosigkeit möchte ich unseren Kolleginnen und Kollegen ehrlich gesagt nicht zumuten, obwohl es eine interessante Erfahrung wäre. Manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden und so ist es der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit dem Hans- und Lea-Grundig-Preis gegangen. Thomas Flierl wird im übernächsten Beitrag darauf eingehen. Der ist uns ja eher so zugewachsen oder zugefallen, als dass wir ihn aktiv gesucht haben. Und wir mussten dann in der ersten Zeit auch ein bisschen den Sinn zu diesem Zuwachs suchen. Das ist dann insbesondere dank Thomas Flierl gelungen. Und mit der zweiten Preisvergabe jetzt, für die wir über 260 Bewerbungen hatten, eine Zahl von Bewerbungen für einen Kunstpreis einer Stiftung, die in diesem Feld, sagen wir mal, zwar die ein oder andere Erfahrung hat, aber mit Sicherheit noch erheblichen Lernbedarf hat, war das eine völlig überraschende Resonanz. Und Ihre Teilnahme heute hier, die Möglichkeit, auch hier in der Berlinischen Galerie sein zu können, zeigt ja auch, dass da ein Nerv getroffen wurde, zeigt uns aber auch, wir haben heute Mittag darüber gesprochen, dass wir damit auch eine ziemliche Verpflichtung übernommen haben, mit diesem Preis weiterzuarbeiten und vor allem auch zu schauen, wie wir mit den Künstlerinnen und Künstlern in unserer politischen Bildungsarbeit, was ja unser Kerngeschäft ist, weiter umgehen. Insofern ist das auch ein Ansporn und eine ziemliche Herausforderung für uns, aber eine Herausforderung, auf die wir uns freuen. Mir bleibt es in erster Linie zu danken, und zwar vor allem den Mitgliedern der Jury zu danken, von denen ich nicht weiß, ob alle in dem Umfang wussten, worauf sie sich einließen, eben auf diese Fülle an Bewerbungen. Aber vielleicht ist es ja auch manchmal gut, das vorher nicht zu wissen und dann aber auch natürlich neben der Menge von der Qualität der Bewerbung positiv überrascht zu werden. Und insofern möchte ich allen Jurymitgliedern sehr, sehr herzlich danken und natürlich stellvertretend Eva Adlan und Eckhard Gillen, die die Jury co-geleitet haben, aber auch allen anderen Mitgliedern der Jury, von denen die meisten hier sein können, so zum Beispiel Irene Dölling, die Vorsitzende unseres wissenschaftlichen Beirates und allen anderen auch. Zwei sind verhindert aus dringenden Gründen. Ganz zum Schluss möchte ich aber zwei Personen nochmal besonders danken. Das ist zum einen Henning Heine, der, wie sich das für einen guten Generalmanager einer solchen Veranstaltung gehört, an der Tür steht und auch steht, weil man muss ja immer gucken, ob irgendwas schief geht. Bisher ist nicht schief gegangen, das wird auch so bleiben. Also dir ganz herzlichen Dank und ganz besonders auch dir, Thomas Flierl, der die ganze Sache der Aneignung dieses Hans- und Lea-Grundig-Preises für die Rosa-Luxemburg-Stiftung 2011, 2012 in die Hand genommen hat und sie an diese Stelle geführt hat. Du wirst im übernächsten Punkt darauf noch näher eingehen. Jetzt möchte ich aber Petra Pau, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, bitten, zu uns zu sprechen. Sie muss auch relativ bald danach wieder in den Plenarsaal des Deutschen Bundestages. Ich muss nicht sagen, dass vor dem ganzen Hintergrund Flüchtlingsdebatte, Haushaltsgesetz, Paris, dass im Moment politisch ausgesprochen anstrengende Wochen sind. Petra Pau ist der Arbeit der Stiftung als Mitglied sehr lange verbunden und insbesondere, und darum passt das, glaube ich, heute besonders gut, der Arbeit in Israel und Palästina. Du warst mit uns im Februar dort, auch in beiden Büros, und ich möchte dich bitten, den nächsten Part zu übernehmen. Vielen Dank. Подружка верная, старушка древняя, встань, Маруська, в стороне. Наши годы доверенные, мы друзья старинные, ты.